Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir und wir sind dabei, eigene Objekte zu erstellen. Instanzen, wir wollen also nicht nur eine Objektklasse erstellen, definieren, wir wollen jetzt eine Klasse definieren und eine Instanz davon anlegen und dann ein bisschen darauf zugreifen. Und das, was wir im letzten Video eben besprochen haben, schauen wir uns jetzt an. Das heißt, ich mache jetzt einmal eine neue Konsolen-App. Ja. Wie nenne ich die? Die nenne ich einfach Objekt-Test. Ja. Wird keinen besonderen Sinn haben. Mir schwebt nämlich .NET 6.0, jawohl, erstellen. Mir schwebt nämlich hier eine einfache Variante vor. So, jetzt schauen wir uns das einmal an. Wir haben also hier Test, das lösche ich wieder weg. Ich möchte nämlich wieder, pass auf, zuerst machen wir mal Folgendes. Wieder Programm Objekttest Datum, heute ist der 3.9.2022, History 3.9.2022 V1.0 Basisversion. Passt. Ja, so schaut es gut aus. Und dann machen wir wieder Namespace, brauchen wir. Ja. Namespace, Objekt. Test. Namespace ist da. Dann brauchen wir, schau, da schreiben wir eigentlich schon eine Class, gell? Class Program. Das ist uns noch gar nicht aufgefallen. Also unser Programm ist auch eine Klasse mit verschiedenen Methoden. Unter anderem nämlich der Methode dieses Static Void Main, wo es ja losgeht, gell? So hat das ausgesehen. Und hier legen wir los. Ne? Also selbst unser Programm ist in C# eine Klasse. Ne? Von der Klasse Programm. Jetzt wollen wir eine Klasse definieren, ja? Und wir sagen Class und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Namen. Und ich möchte jetzt einfach einmal, es hat zwar keinen Sinn, aber ich möchte einfach eine Klasse haben, die tatsächlich einen Namen, einen Vornamen, einen Namen einer Person widerspiegelt, okay? Also ich mache eine Klasse Name. Warum nicht? Ja? Name Class. So weit wir nennen. Warum rutscht mir das so weit nach draußen hin? Ich weiß es nicht. Okay, was brauchen wir da drin? Wir brauchen auf alle Fälle eine Zeichenkette, einen String und das ist der Name. Ja? Da drin soll praktisch drinstehen, was drin ist. Wir brauchen einen Konstruktor. Ja? Dann haben wir gesagt, da machen wir einen leeren Konstruktor und da drinnen weise ich den Namen einfach irgendeinen Default-Wert zu. Default. Also wenn ich das einfach aufrufe, heißt das da drin Default. Und dann mache ich aber noch einen zweiten Konstruktor. Klammer auf, A, String, Name, ja, passt. Und jetzt möchte ich das, schau, das schlagt er schon vor, ja. Pass auf, this Punkt ist ein Zugriff auf mich selbst, ja. Das heißt, dieser Name, this name, wenn ich das so schreibe, meine genau den, ja. Die Name von diesem Objekt, ja, ist gleich Name, ja. Was heißt das? Der Name ist das Name, ja. Der Übergabeparameter in die Methode des Konstruktors. Also, dieser Punkt irgendwas, this Punkt point irgendwas heißt immer von mir selbst, von dieser hier, ja. Dieser Nase, boop. Okay, also das ist es, ja. Und dann machen wir noch Name Class
Klammer auf. Was brauchen wir? Anna, ich brauche, was gebe ich zurück? Void. Nichts gebe ich zurück. Und change name. Eine Methode change name. Ja? String. Und was haben wir da? Ja, eigentlich genauso, dies.name ist gleich Name. Soll genau das gleiche passieren. Ja. Okay, jetzt habe ich diese. Jetzt habe ich diese. Was will denn der da? So ist nämlich, gell? Machen wir das darauf. Passt. Wunderschön. Jetzt habe ich da meine Klassen, meine Name-Class. Die hat einen Member, also eine Eigenschaft mit dem Namen, Namen. Und ich habe einen Konstruktor und ich habe eine Methode Change-Class. So. Und jetzt da unten im Main lege ich jetzt eine Name-Class. An, klapp, Klass. Und wie nenne ich das? Person. Person ist gleich new name class. Machen wir Default Constructor. Ja? Und da machen wir dann nur console.writeline. Klammer auf. Person.name. Das schaut schon alles nicht gut aus, gell? Das ist alles unter Welt. Ich habe ja Reline. Nur am Schluss, ja. Das lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht übersetzen. Probieren wir es aus. Schauen wir, was beim Übersetzen rauskommt. Nein, das hat nicht funktioniert. Der Zugriff auf Programm Name Class ist aufgrund des Schutzgrades nicht möglich. Schutzgrad. Da habe ich das letzte Mal erwähnt, man muss davor noch etwas hinschreiben. Es ist nämlich so, dass diese Methoden und Eigenschaften in einer Klasse einen Schutzgrad haben. Der kann verschiedene Sachen haben. Der kann zum Beispiel sein private. Dann ist es privat. Nur die Klasse selbst, der Zugriff auf mich selbst, der darf ich machen. Aber von außen, den Zugriff da unten, nein. Dieses Feld ist privat. Da darf von außen keiner reinschauen. Okay? Dann gäbe es noch protected. Macht jetzt für uns keinen Sinn. Schaut von außen nämlich genauso aus. Von außen, das geschützt, ja. Auch ich, die Klasse selbst darf zugreifen, kein Thema. Ja. Aber von außen geht nichts. Ja. Jetzt, wo ist der Unterschied zwischen zu private? Das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Und dann gibt's public. Jetzt ist diese Eigenschaft public. Und schauen wir, das ist nicht mehr unter Welt. Ich darf jetzt von außen auf diese Eigenschaft zugreifen. Ja? Warum ist das noch immer unter Welt? Na, hallo, der Konstruktor ist nicht public. Gell? Den müssen wir auch auf public setzen. Schau, jetzt geht's schon. Jetzt können wir das übersetzen. Ja? Und jetzt sollten wir euch ein Fenster kommen. Default. Da steht Default. Ne? Super. Ne? Jetzt haben wir ein Default-Objekt angelegt, ganz offensichtlich, haben da zugegriffen, fertig aus, Ende. Ja? Funktioniert. Und jetzt schreibe ich da Heinz hinein. Ja? Und jetzt ist das wieder Unterwelt. Warum ist es wieder Unterwelt? Gleicher Fehler wie vorher. Die Methode, die überladene Methode der Konstruktor, der ist nämlich nicht public. Jetzt geht's wieder. Ja?
Also, dieses Wörtchen ist schon wichtig. Warum geht es nicht, wenn man nichts hinschreibt? Ganz einfach, weil die Default-Einstellung ist privat. Also, wenn ich da vorne nichts hinschreibe, zum Beispiel das Void Change Name, das ist nach wie vor privat. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel noch sage, Person.change. Ah, schau, das stockt mir gar nicht vor. Change Name. Klammer auf. Peterschowski. Now I change. Na, jetzt rede ich Englisch weiter, ja, weil ich Change Name gesagt habe. Jetzt habe ich den Heinz, was vorher Heinz drin gestanden ist, habe ich auf Peterschowski geändert, glaube ich, ja. Und dann gebe ich mir es halt nochmal aus. Ja, und es ist unter Welt, ja. Wenn ich wieder übersetzen probiere, ja, steht wieder, aufgrund des Schutzgrades nicht möglich, noch nicht möglich. Public. Machen wir public. Park geht schon. Und wenn da jetzt nämlich wieder Person, Punkt. Und jetzt kriege ich nämlich gleich mal das Change Name auch mit. Ja, jetzt kann ich es da aus. Das sind alles so Hinweise, die uns diese Entwicklungsumgebung schon mitgibt. Ja. Schauen wir, ob das funktioniert hat. Zack. Ja. Erstellt. Heinz. Enter. Peterschowski. Und das ist mein Name. Ja. Super. Also so funktioniert das. Eine Klasse andefinieren, ja. Da machen wir die Klasse, ja, Objektklasse, Objekt definiert, Definition. Und da machen wir mit Person, machen wir eine neue Instanz mit Heinz. Ja. Passt. Und den darf man nachher um auf Peterschowski. Indem wir einfach die Methoden des Objektes aufrufen. So, jetzt habe ich schon gesagt, es gibt nicht nur Public und Private, sondern auch dieses Protected. Wozu das, es gibt ja eigentlich noch mehr, aber das soll immer reichen für uns. Wozu das Protected gehört? Das gehört für sogenannte abgeleitete Klassen. Was abgeleitete Klassen sind, das hören wir im nächsten Video. Da geht es darum, dass man eine Klasse auf einer anderen Klasse passieren lassen kann und da irgendwas erbt. So erben, ja. Ohne Erbschaftssteuer. In Österreich gibt es keine Erbschaftssteuer, im Moment zumindest. Ja, super. Aber die wäre hier sowieso egal. Also nächstes Mal Vererbung. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.